Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon. Portale in die Unendlichkeit. Was ist der Sound laut? Dreh den anfangs immer noch ein bisschen lauter, weil es immer leise ist, ne? Kaum bin ich in-game und so 10 Sekunden in-game. Boah, es ist laut. Ach du meine Güte. Ja, wir müssen einen Job erledigen. Haben wir noch einen Job offen? Nee, ne? Nee, okay. Ja, wir müssen eine Quest machen. Einen Job machen. Ups. ja, gucken wir mal. Was gibt's hier denn? Tauwiese? Da waren wir auch noch nicht, ne? 250 gibt's hier sogar. 250er Jobs. So, kurze Unterbrechung. Ich würde sagen, wir machen die Mission hier. Ja. Wollen wir sofort aufbrechen. Wir müssen noch einen Job erledigen und danach geht's hier weiter mit der Story, Leute. Schön. Schön. Ja, wir machen uns auf den Weg. Ich hoffe, Emolga ist dabei. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm, glaube ich. Ja, okay, ist dabei. Okay. Ja, also ich bin froh, sehr, sehr froh, dass es endlich mit Story weitergeht. Oder dass endlich Story am Stesel ist. Am Stesel. Dass es endlich Story gibt, Leute. Es gibt Story. Schön. Herrlich einfach. Und ich bin der Meinung, dass jetzt auch nicht mehr viele Nicht-Story-Parts kommen werden. Das heißt, eigentlich dürfte es jetzt immer stetig weitergehen mit Story. Hoffe ich natürlich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin der Meinung, es sollte jetzt storytechnisch nur noch vorangehen und keine wirklichen Pausen geben zwischen Story und Nicht-Story. Das heißt, danke. Nur Story. Toxipet. Ja, klar. Yep. Toxipet ist okay. Ah, ich hab B gedrückt. Toxipet ist okay. Ja. Also nur noch Story. Nicht mehr viele Parts, wo ich mich darüber aufrege, dass es nicht mit der Story losgeht. Finde ich sehr, sehr schön. Also ganz ehrlich. Boah. Hat aber auch lang genug auf sich warten lassen, muss ich sagen, ne? Finde ich. Ich weiß ja nicht, wie es euch dabei geht, aber ich hatte das Gefühl, es kam einfach gar nichts. Storytechnisch war nichts da. Gar nichts. Bis halt jetzt, ne? Und so ein bisschen, weiß ich nicht, diese paar Träume oder so. Ich meine, das gehört auch dazu, ja, aber da hätten wir, weiß ich nicht. Also, es hat halt Ewigkeiten gedauert, bis Story losging. Ich meine, wir sind jetzt im 23. Part, bin ich der Meinung? Ja, es dürfte der 23. Part sein. Oder 24? Nee, 23. Nein, 24. Nein, 23. 23, oder? Ich glaube 23. Aber... Also, das hat ja, ne? Wie viele Parts hat es gedauert, bis endlich mal Story losging? Bis nach Tara wirklich ankam, ne? Das heißt vor... Keine Ahnung. 3 Parts? Das hat... Ne. Viel zu lange, ey. Viel zu lange. Dann gehen wir mal im Schnitt halt bei so 20 Minuten aus. Das wären... schon mal... Warte mal. Ich bin gerade am Überlegen. Wie viel... Wenn es jetzt für 3 Parts war... Sagen wir mal... Part 19. Das heißt, wir müssen rechnen... Oh Gott. Ist auch hier wieder so ein Boss-Pokémon, sag ich mal, ne? Oh Gott. Ja, ein starkes Pokémon. Nice. 19 Parts. 19 mal 20 Minuten. Erstmal rechnen wir mal. Okay, nehmen wir mal 18. Das heißt, durch 3 sind 6. 6 Stunden. Oder habe ich mich jetzt... Bin ich jetzt... Habe ich jetzt dumm gerechnet? Ich weiß nicht. Och, jetzt... Mann, ich will nicht meine AP verschwenden für wenig KP, so. Ja doch, ich glaube schon, oder nicht? Alle 3 Parts sind 1 Stunde. In 9 Stunden sind es 3 Stunden. Ja, doch. Ich glaube, 6 Stunden, Leute. 6 Stunden Spielzeit.
Ich kann auch einfach im Hauptmenü nachgucken, ne? Fällt mir gerade auf, da steht ja die Spielzeit. Reine Partzeit, 6 Stunden. Dann kam erst Story. Das ist einfach, das ist viel zu spät. Finde ich. So, also hätte die Story langsam so, ne, angefangen, wäre ja okay gewesen. So. Also so, wenn sich die Story ganz, ganz langsam aufbaut. Aber das war, nicht ganz, ganz langsam, aber eine relativ langsam aufbaut, ist okay. Aber bei oder so eine Nebenstory noch eingefügt, fügt wer gewesen wäre. So wie bei Mystery Dungeon 2. War ja auch so eine Nebenstory, dass wir die Gilde machen, so gesehen, ne? Dass wir ein Erkunder-Team werden und halt immer Geheimnisse lüften und so. Das ist cool. Aber hier war es ja nur Jobs machen. Nichts mit Dungeons erkunden und so. Es war halt, ich meine, das Paradies ist eine nette Idee, aber es ist nicht so was, wo ich sagen würde, wow, das ist aber echt eine krasse Nebenstory. Wow. So. Es gab halt keine Nebenstory. Hätte es so eine kleine Nebenstory gegeben wie Mystery Dungeon 2 oder so, dann wäre alles okay gewesen. Dann wäre es nach 6 Stunden Spielzeit, die richtige Hauptstory anzufangen, okay. Aber so? Nee. Meiner Meinung nach nicht. Geduld. Nee, please nicht. Okay. Das ging schnell. Dann Level 18, aber noch keine neue Attacke. Hat aber auch erst vor kurzem Nitro-Ladung erlernt, ne? Also von daher. Wir sind noch Level 17. Aber diese Grafik finde ich halt immer noch cool. Diese Animation. Gut gemacht und so. Richtig cool. Das gefällt mir. Ich meine, das Spiel an sich ist ja auch schön und die Dungeons sind ja auch sehr, sehr schön aufgebaut. Neue Ideen eingebracht und so. Aber das mit der Story ist halt echt so ein großer Kritikpunkt, ey. Ich meine, ich werde mir Zukunft auch benehmen. Ja, kein Ding. Warlord. 250. Frische Kräuter. Okay, krass. 1 Einheit, kostbarer Zweig. Krass. Flinksamen. 69 Paradiespunkte. Das Einzige, wofür es sich lohnt, die Jobs zu machen eigentlich, sind die Paradiespunkte, weil du dann mehr Items tragen kannst. Aber sonst, weiß ich nicht. Oh. Dummiesel allein auf dem Berg. Moment. Nochmal eine kurze Unterbrechung, aber das schneide ich diesmal nicht raus, das war minimal. Darf ich mich zu dir gesellen? Ja, Viridium. Entschuldige bitte. Ich wollte dir keinen Schrecken einjagen. Störe ich vielleicht gerade? Natürlich nicht. Ist mit dir auch alles in Ordnung? Was hast du zu so später Stunde ganz allein hier verloren? Ich versuche mir die Fata Morgana, die wir von hier aus gesehen haben, hatten, wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ich meine die Luftspiegelung vom Riesengletscher. Naja, ich dachte, ich könnte mich hier leichter daran erinnern. Du möchtest unbedingt dorthin, nicht? Zum Riesengletscher? Ach ja, was würde ich dafür geben, eines Tages ein erstklassiger Abenteuer zu sein? Da würde ich die ganze Welt bereisen und Pokémon in Not helfen. Und um bedrängten Pokémon Mut und Hoffnung zu geben. Das ist mein Traum. Sag, findest du es seltsam? So? Nein. Ganz und gar nicht. Ich werde mich ganz bestimmt nicht mehr über dich lustig machen, versprochen. Wie ich mich da neulich dir gegenüber verhalten habe, es tut mir sehr leid. Ist schon gut. What? Was ich auch anstelle, ich kann einfach nicht einschlafen. Und dieser Spaziergang scheint mir auch nicht dabei zu helfen. Ja, nanu, das ist doch Viridium. Oh, und Dummiesel ist auch da. Oh, warum verstecke ich mich eigentlich? Ich weiß nicht warum, aber mein Herz schlägt wie wild. Aber was machen die beiden mitten in der Nacht hier? Somit kennst du nun also auch mein Geheimnis. Es ist aber leider nur ein Traum. Und zwischen Traum und Wirklichkeit liegen in meinem Fall nur Welten. Ich scheitere einfach bei allem, was ich in die Hand nehme. Aber es gibt einen Lichtblick, seit ich Team Pokémon beigetreten bin. Und alle kennengelernt habe. Seitdem habe ich das Gefühl, dass sich die Dinge ändern.
Nur sehr langsam zwar, aber das tut sich was. Na, versteh mich nicht falsch, ich bin immer noch ein ziemlich Elite, aber... mittlerweile habe ich so etwas wie Selbstbewusstsein entwickelt. Nun ja, also... sowas in der Art. Vielleicht nicht direkt Selbstbewusstsein, aber es geht zumindest in diese Richtung. Ich bin optimistischer als früher und kann mich jetzt auch größeren Aufgaben stellen. Und gerade jetzt, wo ich dabei bin, mich zu verändern, stellt sich heraus, dass wir zum Riesengletscher aufbrechen wollen. Weißt du was, Iridium? Als das zur Sprache kam, dachte ich, ja, dass ich mir dieses Abenteuer auf keinen Fall gehen lassen möchte. Ich bin mir sicher, dass auf die Reise viele wichtige Erfahrungen sammeln kann. Ich habe das Gefühl, meine ängstlichen... was? Mein ängstliches altes Ich hinter mir zu lassen zu können. Und genau aus diesem Grund möchte ich mir den Riesengletscher auf keinen Fall entgehen lassen. Ich verstehe, was du meinst. Du bist schon ein ganzes Stück reifer geworden, Domiesel. Vielleicht ist es jetzt genau die richtige Zeit, um neue Erfahrungen zu sammeln. Ich hoffe, dass die Reise zum Gletscher dir auf deinem Weg weiterhelfen wird. Meine Unterstützung ist dir sicher. Ja, ganz im Ernst. Ja. Leg dich ins Zeug, Domiesel. Jawohl. Ja, ich werde alles geben. Du wirst stolz auf mich sein, Viridium. Alle werden Augen machen. Na. Alles klar. Ups, da habe ich wohl den richtigen Zeitpunkt verpasst, um mich zu zeigen. Aber mir kam es auch so vor, als hätte Dummies in letzter Zeit viel mehr Pep. Jetzt wird mir einiges klar. Langsam aber sicher gewinnt dein Selbstvertrauen. Nun, wenn das so ist, dann muss ich ihn auch nach Kräften unterstützen? Okay. Wir werden unser Bestes geben und zusammen zum Riesengletscher gehen. Du kannst dich auf mich verlassen, Dummiesel. Yeah. Am nächsten Morgen. Hey, guten Morgen, Doki. Auch heute geben wir wieder unser Bestes. Ja. Hallo, Morlord. Hey, hoch, Morlord. Was gibt es? Ja? Ist irgendwas passiert? Um ehrlich zu sein, mir ist da etwas sehr Wichtiges eingefallen. Da wart ihr alle Feuer und Flamme für die Expedition zum Riesengletscher und richtig aufgeregt. Alle waren so richtig benommen und außer sich vor Freude. Später ist mir dann aufgefallen, dass ich etwas sehr Wichtiges vergessen hatte. Also werde ich das jetzt einfach nachholen. Ich weiß zwar nicht, worauf du hinaus willst, aber na gut. Wir werden alle zusammentrommeln, okay? Okay. Was? Einer muss zurückbleiben und Wache schieben? Ja. Die Reise zum Riesengletscher ist sehr lang und beschwerlich. Es werden mehrere Tage vergehen, bis ihr wieder zurück im Paradies sein werdet. Es gibt nämlich etwas, das ich die Regeln der Abenteuergilde nenne. Oh Gott, oh Gott. Diesen Bestimmungen zufolge muss ein Pokémon zurückbleiben und nach dem Rechten sehen, wenn das Team auf eine längere Reise geht. Mit einem Mal fiel mir wieder ein, dass es da noch diese ehernen Regeln gibt. Okay. Aber warum nur? Ich nehme an, die Abenteuergilde will sicherstellen, dass sie im Falle einer längeren Expedition zu jeder Zeit mit euch Kontakt aufnehmen kann. In der Vergangenheit hat es deswegen wohl schon einmal Probleme gegeben. Und um sowas in Zukunft zu vermeiden, wurden diese Regeln aufgestellt. Die Regeln müssen streng befolgt werden, denn Zuwiderhandlungen werden mit dem Entzug des Teamabzeichens geahndet. Doch damit nicht genug. Obendrein wird das Team aufgelöst. Die sind da knallhart. Und aus diesem Grund muss jemand von Team Bokebug wohl oder übel hier bleiben und aufpassen. Es tut mir echt leid für euch. Ich weiß ja, wie sehr ihr euch darauf gefreut habt. Verflixt und zugenäht. Aber wäre ich doch so gerne mit allen zusammen aufgebrochen. Andererseits will ich auch nicht riskieren, dass unser Team unser Team aufzulösen. Okay. Denn dann stünden wir vor den Trümmern unseres großen Traumes. Scheint so, als hätten wir keine Wahl. Wie habe ich Ihnen nochmal gesprochen? Reise. Achso.
glaube. Sollte sich das Pokémon hier bleiben, was? Sollte ich das Pokémon, das hier bleiben muss, ein wenig einsam fühlen, dann soll es einfach bei mir vorbeischauen. Glaub mir, ein Dreh hat einen wunderbaren V-Rudet! Vertreibt alle Sorgen, ich gebe euch mein Wort drauf. Victini, was redest du denn da wieder für aufbauende Worte? Du bist echt klasse. Aber egal. Nun geht es also darum, wer hier bleiben muss, stimmt's? Also, wenn ihr mich fragt, dann doch wohl die schwächste Glied, oder nicht? Das schwächste Glied? Ja, das scheint mir sinnvoll. Immerhin ist der Riesengletscher noch völlig unerforscht. Wer weiß, was uns alles erwartet. Das wird mit Sicherheit kein Zuckerschlecken werden. Ja, aber jemandes Stärke oder Schwäche zeigt sich nicht in der Körperkraft. Der Riesengletscher ist das Traumziel eines jeden Abenteurers. Und doch müssen wir jemanden zurücklassen und dazu bringen, seinen Traum zu begraben. Das macht mich traurig. Ich wünschte ja auch, ihr könntet alle gehen, aber da ist nichts zu machen. Ja, ich bin ja keine Wahl. Gott, oh Gott. Ja, das schwächste Glied bleibt zurück. Keine Wahl. Ich sollte hier bleiben. Nanu? Was hast du denn, du Mesel? Ich werde... Spielt doch jetzt nicht mehr ernsthaft mit dem Gedanken, oder etwa doch? Hey, stopp! Tu das nicht, du Miesel! Ich werde hier bleiben. Was? Was? Viridium. Nicht, dass es mich ungemein reizen würde, zum Riesengletscher aufzubrechen, aber ich bin nun einmal sehr kälteempfindlich und halte mich nach Möglichkeit von gefährlichen Orten fern. Daher werde ich hier im Paradies bleiben. Bis später. Ihr habt's alle gehört! Die liebreizende Viridium bleibt freiwillig hier! Und ehrlich gesagt, habe ich mich auch gefragt, was ich machen würde, wenn meine liebe Viridium einfach so losziehen würde. Aber diese Sorge bin ich jetzt los! Repoli! Ahaha! Seltsam ist es schon. Viridium ist uns immer die Gelassenheit in Person. Sie ist niemand, der seine Gefühle offen zur Schau trägt. Aber ich hatte den Eindruck, dass sie sich mehr als jeder andere auf die Reise zum Riesengletscher gefreut hat. Doki, Teddy. Das gefällt mir gar nicht. Warum musst du alles so enden? Ja, aber was sollen wir machen? Selbst wenn wir Viridium dazu bewegen können, sich anders zu entscheiden, ändert das nichts daran, dass einer von uns zurückbleiben muss. Sollten wir nicht nach Taram Siana davon berichten? Ja. Doki, dann übernimm du das, okay? Nach Taram Siana dürfen wohl auf dem Hügel ihrer Forschung nachgehen. Domis und ich werden auch mitkommen. Okay. Alles klar, Leute. Gehen wir einmal kurz zum Moorlord. Haben wir das Geld und so noch dabei? Ich weiß es nicht. Haben wir eigentlich noch coole Items dabei oder so? Also, im Lager noch 4 Belebersamen. What? Okay. Ja, noch 2 Levelsamen, ey. Auch ganz cool. Ansonsten nichts Cooles, ne? Aeroas, Stärke-Memo und so. Ne, wollte ich auch gerade sagen. Also, wollte ich bestimmt auch gerade sagen. Ja, ist okay, Morlock. Du musst uns dafür jetzt... Nein, wir wissen, dass dir das leid tut und dass das, ne? Wir wissen aber auch, dass du nichts dafür kannst. So, einkaufen. Kaufen, bitte. Was haben wir denn so? Beleber... Fußtritt. Oh. Ach, Fußtritt können... Das kann wahrscheinlich keiner von uns. Das von daher hat sich das erledigt. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war es mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!